Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine bewegende Woche liegt hinter uns mit teilweise erschreckenden Ereignissen. Zunächst das Positive: Am gestrigen Abend durfte ich die Feuerwehrleitung von Hövloff in neue Hände legen. Unsere Wehrführung, Peter Kesselmeier, Michael Kesselmeier und Lothar Marxgott, hat sich verabschiedet aus ihrem aktiven Leitungsdienst. Sie bleiben uns natürlich als Feuerwehrkräfte erhalten. Peter Kesselmeier, unser Feuerwehrchef, hat diese Aufgabe 21 Jahre wahrgenommen. Eine wirklich hervorragende Dienstzeit, die er hinter sich hat. Er hat unsere Feuerwehr fantastisch aufgestellt und er hat ein gutes Nachwuchsteam aufgebaut, das gestern in seine Fußstapfen getreten ist. Die neue Leitung, Sebastian Lien, der neue Wehrführer, mit seinen Stellvertretern Maximilian Rempe und Patrick Falkenrich, alle zwischen 30 und 32 Jahre alt, ein junges Team, die jetzt die Feuerwehr in die Zukunft führen werden. Leider war der letzte Einsatz von Peter Kesselmeier ein dramatischer. Am vergangenen Mittwoch ist es zu einem erschreckenden Verkehrsunfall gekommen auf der Panzerringstraße mit 3 Toten, davon 2 junge Hövlower Männer. Das hat uns alle sehr erschrocken gemacht und ich darf den Angehörigen an dieser Stelle meine tief empfundene Anteilnahme übermitteln. Wir sind gerade in dieser schweren Stunde des Abschieds in Gedanken bei Ihnen. Ja, als wir vor einer Woche mit Dr. Schneider hier zusammenstanden, haben wir auch noch nicht gewusst, was auf uns zukommt. Nur wenige Stunden später hörten wir die Nachricht, dass ausgerechnet unser Caritas Altenzentrum eines der ersten ist, welches jetzt auch von der Coronavirus-Geschichte betroffen ist. Wir haben uns sofort am vergangenen Samstag im Krisenstab getroffen mit Dr. Schneider, mit der Leitung, Frau Stricker, der Einrichtung, um zu beraten, welche Maßnahmen können wir in Hövloff treffen, um möglichst das Ausmaß zu begrenzen. Wir sind sehr transparent auch gleich nach draußen gegangen mit dieser Geschichte, um zu zeigen, wir wollen wirklich alles dafür tun, damit die Virusgeschichte sich dort nicht weiter ausbreitet. Wir haben sofort von der Gemeinde 1000 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt, damit die Übertragungswege minimiert werden. Und wir haben auch sofort Kontakt aufgenommen mit Dr. Schneider, damit er Testungen vornimmt, damit wir sofort das Ausmaß dieser Geschichte dann auch erkennen. Und schön, dass Sie heute wieder da sind, Dr. Schneider. Vielleicht ein kurzer Überblick über den Stand. Wir haben inzwischen 28 Fälle in Hövloff und einige Betroffene im Altenheim selbst. Vielleicht können Sie mal kurz einen Überblick geben, was in Hövloff gerade abgeht. Ja, vielen Dank. Wir haben in Hövloff zurzeit 28 betroffene Patienten, das heißt positiv getestete. Davon sind 2 genesen und 26 noch erkrankt. Wir haben in Hövloff keine Todesfälle. Wir haben im Haus Redemeier aktuell 8 positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern ist kein Patient krankenhauspflichtig. Sie werden alle symptomatisch im Haus Redemeier behandelt und der Zustand ist stabil und aktuell nicht vital gefährdend. Wir haben 14 betroffene Pflegekräfte im Haus Redemeier, die natürlich auch in Quarantäne sind seit der positiven Testung. Es stehen einige Ergebnisse noch aus. Die Pflegekräfte haben teilweise grippeähnliche Symptome mit starken Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Husten und auch Kreislaufsymptomen, werden auch alle zu Hause behandelt, auch alle rein symptomatisch. Wir haben insgesamt 64 Pflegekräfte des Hauses Redemeier in dieser Woche getestet. Die meisten Ergebnisse sind zurück. Einige Ergebnisse stehen noch aus vom gestrigen Nachmittag. Die anderen Praxen im Ort haben ebenfalls einige Patienten noch getestet, von denen auch die Ergebnisse noch ausstehen. Möglicherweise wird sich die Zahl erhöhen. Der große Vorteil ist, dass wir seit letzten Samstag komplett in der ambulanten und stationären Pflege mit FFP2-Masken arbeiten, also Masken, die zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, aber eben auch zum Schutz der Pflegekräfte dienen. Dadurch haben wir eine deutlich höhere Sicherheit für Mitarbeiter und Patienten und gehen weit auch über die empfohlenen Standards in der Pflege hinaus. Das Thema Testungen ist ja immer eins, was auch groß aufgeworfen wird. Wir sollen mehr testen in Deutschland, mehr testen auch hier in Hövloff. Sie sind Gott sei Dank diejenigen, die wirklich verstärkt testen an ihrer Praxis, aber auch in den Einrichtungen selbst. Der neue Antikörpertest, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, soll ja demnächst das Ganze noch mehr beschleunigen. Wie stehen Sie heute dazu? Ja, es bleibt eigentlich bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Der Antikörpertest wird nicht dazu dienen, in der Akutsituation positive Fälle rauszufinden oder zu finden oder Vorsorge zu machen. Wir brauchen noch einen gewissen zeitlichen Verlauf, um diese Tests durchzuführen. Ein weiteres Problem der Antikörpertestung ist, dass wenn wir jetzt damit anfangen, dass wir uns alle Patientinnen und Patienten in die Praxen holen, dass wir die Hygienemaßnahmen und der Kontaktreduktion ad absurdum führen würden. Wir müssen nachher wissen, wie hoch ist die Durchseuchung. Was jetzt an erster Stelle
Stelle steht, ist auch nicht die Testung von jedem Bürger und jeder Bürgerin. An erster Stelle steht intensivierte Hygienemaßnahmen, intensivierter Händewaschen, intensivierte Nieshygiene, intensivierter Mundschutz. Das ist viel, viel wichtiger. Die Testung an sich wird weiter durchgeführt. Wir haben in den letzten 10 Tagen über 220 Testungen bei uns in der Praxis durchgeführt. Das ist logistisch in den nächsten Wochen sicherlich weiter so durchzuführen. Trotzdem können wir nur einen sehr kleinen Anteil testen, genau wie beim Kreis Paderborn oder an den anderen Stellen auch. Wir müssen weiterhin auf konsequente Kontaktminimierung und Hygiene achten. Nun haben wir jetzt seit 2 Wochen dieses Kontaktverbot. Die Verdopplungszahlen insgesamt sind ja der Maßstab für das, was man berechnet, um zu sagen, die Maßnahme hat gewirkt. Wir haben hier gerade mal die Tabelle von Hövloff hier auf 28 jetzt hochgegangen. Also die Verdopplungszahlen waren nach wie vor noch relativ hoch. Jetzt nach 2 Wochen, wie ist das Resümee aus Ihrer Sicht? Als wir das letzte Mal hier gestanden haben, hatten wir Verdopplungszahlen von ungefähr 4. Das heißt, alle 4 Tage hat sich die Zahl der Betroffenen positiv Getesteten verdoppelt. Wir haben heute eine statistische Zahl von 10,1. Das heißt, wir rechnen damit, dass sich bei mittlerweile 80.000 Betroffenen in Deutschland alle 10 Tage die Fallzahl verdoppeln wird. Die Verdopplungsrate von 10 ist natürlich schon mal genau der richtige Weg. Wir brauchen aus meiner Sicht mindestens eine Verdopplungsrate von 14, bevor man wirklich Entwarnung geben kann und bevor man auch weitere Diskussionen führen kann, um etwaige Kontaktbeschränkungen oder etwaige Maßnahmen zurückzufahren. Die Diskussion, wie kommen wir da wieder raus, ist sicherlich richtig und wichtig. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir weiterhin und das sicherlich über einen längeren Zeitraum alle die schützen müssen, die chronisch krank sind, alle die schützen müssen, die alt sind und vor allen Dingen alle die schützen müssen, die keine eigenen Hygienemaßnahmen sicher durchführen können. Das sind die Kinder in den Tagesstätten, in den Kindergärten und möglicherweise auch in der Grundschule. Ja, es wird auch heiß diskutiert, inwieweit es sinnvoll ist, auch sich Mundschutz oder Mundbehelfsmasken, wie man sie auch immer nennt, selber zu nähen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen auch der Wissenschaftler. Österreich hat sogar jetzt eine Pflicht eingeführt. In Deutschland ist man dann noch etwas zurückhaltend. Aber es verstärken sich jetzt auch die Empfehlungen, es tatsächlich zu tun. Robert-Koch-Institut hat auch seine Empfehlung gestern angepasst. Wie stehen Sie dazu? Ja, das Robert-Koch-Institut hat gestern seine Empfehlung angepasst. Das war auch längst überfällig. In Österreich gibt es eine Gesetzesgrundlage, dass beim Betreten von Supermärkten, beim Abholen von Essen oder auch bei Kontakten im Getränkeladen diese Masken getragen werden müssen in der Öffentlichkeit. In Deutschland wird es da keine Gesetzeslage zu geben. Der Mundschutz ist eine Hygienemaßnahme. Es ist exakt die gleiche Hygienemaßnahme, die wir empfehlen können, wenn wir sagen, wir niesen in den Ellenbogen, wir niesen nicht in den Raum. Es gibt sehr schöne Untersuchungen der Bauhaus-Universität in Weimar auf YouTube gut zu sehen. Da kann man exakt nachvollziehen, wie verbreiten sich Tröpfchen, die ja mittlerweile die Viren enthalten, wenn ich in die Hand niese, wenn ich in den Raum niese oder wenn ich eine Maske aufhabe. Es findet eine drastische Einschränkung der Tröpfcheninfektion statt mit jeder Art eines Mundschutzes, selbstgenähte Mundschütze, doppelter Schal, doppeltes Halstuch. Alles, was geht, muss genutzt werden, um Tröpfcheninfektionen zu reduzieren. Nochmal ganz kurz, wichtig ist nicht die Testung, die muss weitergeführt werden. Wichtig ist die Hygiene und die Hygienemaßnahme der Mundschütze ist eine richtig gute Sache und muss dringend intensiviert werden. Also klare Empfehlung dafür. Ich habe mal ein paar Masken mitgebracht. Dies ist jetzt hier so eine FFP2-Maske für den professionellen Einsatz. Die Masken sind im Moment sehr rar auf dem Markt, kosten auch inzwischen um die 6 Euro das Stück, also eine riesen Nachfrage. Aber zum Selbstschutz, wie Herr Dr. Schneider gerade gesagt hat, gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir haben Frau Petra Leschner-Witt aus Hövloff dort auch mal gefragt. Sie ist anerkannte Fachmännin für Nähkunst und sie hat unter anderem uns mehrere Vorschläge gegeben, wie eine einfache Einwegmaske, die kann sich jeder aus Küchenkrepp selber basteln mit 2 Gummibändern, ganz einfach gemacht, um zum nächsten Mal auch genau das zu minimieren, was Dr. Schneider gesagt hat, dass man dort tatsächlich keine Tröpfcheninfektion auf sofortigem Wege bekommt. Also sehr einfach zu machen, mit 2 Klammern hier festgemacht, diese Bänder, Gummibänder, also einer der ersten Empfehlungen. Dann gibt es Nähansätze mit einfachem Stoff, wie man so etwas durchführen kann, hier ein Modell mit 2 Gummibändern an der Seite, ziemlich einfach gemacht und auch einfach aufzusetzen. Oder hier eine Modell-OP steht hier dran, mit Bändern, die man auch aus einem Jersey entwenden kann und sie dann hier einzunähen, also auch relativ einfach zu nähen. Und hier sogar im Hövloff-Design, so nennt man es inzwischen, ein Stoff mit 2 Gummibändern an dieser Stelle, um es aufzusetzen und dann tatsächlich
Mund und Nase zu schützen. Man nennt das Ganze nämlich nicht Maske, diesen Begriff darf man wohl nicht verwenden, sondern man nennt es einen behelfsmäßigen Mund-Nasen-Schutz. Und Frau Peter Leschnawitz steht zur Verfügung, wenn Sie dort Fragen haben über die richtige Nähanleitung. Wir werden auch eine auf unserer Homepage bereitstellen. Es gibt eine Bekannte der Feuerwehr in Essen, die ist etwas hochwertiger noch und etwas aufwendiger, aber es geht auch mit einfacheren Maßnahmen. Viele Hövelhofer sind bereits jetzt aktiv, um solche Masken auch oder solche Behelfsschutzmasken zu nähen. Wir empfehlen Ihnen tatsächlich dort den Stoff auch in Hövelhof zu kaufen. Bei Alice Weiß in der Stoffmanufaktur gibt es diese kleinen Tüten für das Selbernähen. Auch wir haben einige davon erworben. Wir konnten jetzt so viel Stoff erwerben, dass wir 500 Masken jetzt herstellen lassen. Insbesondere für bedürftige Personen, bedürftige ältere Personen, die nicht selbst in der Lage sind, eine solche Maske zu nähen. Nehmen Sie Kontakt auf mit unserer Corona-Hilfe bei uns im Rathaus und wir werden Ihnen dann gegebenenfalls auch eine zur Verfügung stellen. Also ich darf Sie alle bitten, vielleicht tätig zu werden in dieser Geschichte. Und wer eine käuflich erwerben möchte, kann auch zu Fachgeschäft Michelis gehen. Dort gibt es eine solche Maske auch zu erwerben, fertig genäht. Wichtig ist, dass die Einmalmasken abends entsorgt werden, wenn sie den Tag über getragen werden. Die Stoffmasken, die können entweder bei 60 Grad gewaschen werden oder können eben mit über 60 Grad abends abgebügelt werden. Damit hat man eine Keimreduktion, eine Keimminimierung und es führt zu keiner Keimverschleppung. Und am nächsten Morgen kann man die Masken dann wieder aufsetzen. Nochmal ein guter Ansatz, auch das wurde mir mitgegeben. Am ersten Mal waschen, entweder in den Kochtopf reinlegen oder in die Spülmaschine oder halt natürlich in die Waschmaschine. 60 Grad mindestens, am besten sogar bei 90 Grad zu waschen. Das war die Empfehlung auch unserer Expertin. Ja, Dr. Schneider, zum Abschluss vielleicht nochmal die Perspektive. Wir haben jetzt erstmal bis zum 19.04. diese Kontaktsperre. Wie wird es danach weitergehen? Können wir uns dann wieder frei bewegen? Können wir unser altes Leben wieder aufnehmen? Ich persönlich glaube, dass das zum 19.04. noch nicht gehen wird. Ich persönlich glaube aber auch, dass es Aufhebungen, Reduktionen von Beschränkungen in bestimmten Gruppen oder in bestimmten Zweigen geben wird. Persönlich glaube ich, dass das nicht vor dem 1. Mai geschehen wird. Was ich eben schon sagte, was wichtig bleiben wird, auch weit über den 1. Mai hinaus, wird der Schutz der Kinder und der Menschen sein, die selber keine Hygienemaßnahmen durchführen können und der Chroniker und der älteren Patienten. Und wenn wir dann sehen, dass wir durch Maßnahmen, beispielsweise wie auch den Mundschutz und andere Hygienemaßnahmen, eine Verdopplungszahl Richtung 14 Tage erreichen können, dann kann eine wirkliche Diskussion beginnen, wie es wieder zur Normalität führen kann. Das Coronavirus wird uns anders als die Grippeviren, die ja einen wellenartigen Verlauf über viele Monate haben, noch lange begleiten. Wir sind dabei, den steilen Anstieg abflachen zu können. Von der Perspektive her wird das sicherlich noch einige Zeit dauern. Aber wenn die Maßnahmen greifen, wird es auch wieder Freizügigkeit geben können. Zumindest eine Perspektive, die gerade in Aussicht gestellt worden ist. Deswegen, solange wir diese Kontaktverbote haben, sollten wir uns auch dran halten. Wir haben jetzt ein Wochenende mit sehr, sehr schönem Wetter. Wir sollten natürlich nach draußen gehen, uns auch bewegen, die frische Luft einatmen, aber immer nur zu zweit und möglichst nicht zu nah aufeinander rücken. Dann werden wir, denke ich mal, das Ganze auch ein bisschen beschleunigen können in der Vorgehensweise. Ich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen, Herrn Dr. Schneider. Vielleicht können Sie uns auch in der kommenden Woche mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Krisenteam steht für Sie bereit. Wenn Sie Fragen haben, im Rathaus sind wir stets für Sie Ansprechpartner. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, insbesondere Gesundheit. Wie sagt man so schön in Hövelhof, bleiben Sie munter. Bleiben Sie gesund.